Ich heiße Cassie und bin verrückt nach Sean. Alles oder nichts, was? Mal sehen. Sean und ich arbeiten in derselben Firma. Als ich ihn das erste Mal im Lagerraum sah, war ich sofort hin und weg. Er ist genau mein Typ. Groß, schwarz und sieht super aus. Bist du verrückt? Er ist wahnsinnig gut gebaut, sportlich und hat sogar ein 8-Pack. Sean will sich eine Freundin, die Sport treibt und sich gesund ernährt. Deshalb versuche ich, damit zu halten. Du schummelst! Ich weiß, dass Sean auf einen knackigen Po abfährt und den habe ich zu bieten. Ich habe gewonnen! Na, weil ich dich gelassen habe. Wenn wir zusammen in die Pause gehen, benehmen wir uns wie ein Pärchen. Und ich wünsche mir dann immer, dass wir wirklich eins wären. Machen wir Salat? Ich gehe ein ziemliches Risiko ein. Wir laufen uns auf der Arbeit ständig über den Weg. Und wenn Sean meine Idee mit der Beziehung nicht gut findet, wird das bestimmt sehr schräg. Das könnte unsere Freundschaft zerstören. Ich will meinen besten Freund nicht verlieren, aber ich kann die Wahrheit auch nicht länger totschweigen. Das war ganz schön knapp. Was sollte das? Das Tollste wäre, wenn Sean ja sagt und wir das Date haben und danach alles wie im Märchen ist. Der gute Tipp. Hi. Wie geht's? Gut. Mein guter Freund Anthony ist auch mit Sean befreundet, aber er wird mir seine ehrliche Meinung sagen und für mich da sein. Ich bin schon lange in ihn verknallt. Das könnte ihn vertreiben. Warum? Das gibt's doch oft, wenn einer mehr empfindet als der andere. Wird's irgendwie komisch. Stimmt. Wenn er nicht so empfindet, bricht mir das Herz. Ich werde total fertig. Sei direkt und sag, so sieht's aus. Was ist mit dir? Ich hab Schiss. Gleich ist er da. Bald ist Sean da und mir ist mulmig, aber ich freue mich auch gleichzeitig. Heute wird sich alles ändern. Entweder ist das der Anfang von was ganz Tollem oder das Ende. What's up, Mac? Hey, Mac. Hey, komm wieder rein, los. Komm her. Hey, komm her. Bleib hier. Good. Das wäre erledigt. Wie geht's? How's it going? Gut, und dir? Doing good. So, bist du bereit? Ready? Bist du? Ja. Cassie has a bubble. Sie ist nie langweilig, sieht klasse aus und sie hat ein tolles Lächeln. Ich werde ihr mit dem Date helfen, so gut ich kann. Und? Was wollt ihr so machen? Wir gehen ins Aquarium. Oh, okay. Alles klar. Das ist cool. Es ist nicht das typische Dinner-Date. That's perfect. Das ist super. Du solltest so tun, als hättest du schlimm Angst vor Haien. Oh nein, ein Hai. Und dann packst du ihn und versteckst dich hinter ihm. Genial. Oh, yes. Ja? Das kommt super. Cool. Sollte ich irgendwas nicht tun? Lass dein Handy in der Tasche, damit er nicht denkt, er wäre langweilig. Und dann mit ihm flirten, damit er merkt, dass du dich echt für ihn interessierst. Berühre ihn und sag Sachen wie, du bist echt witzig oder deine Hände sind ja kräftig. Du treibst bestimmt viel Sport. Ich wollte Sean wirklich zuhören, aber ich konnte nur daran denken, dass nichts mehr so sein wird wie früher, wenn er nachher Nein sagt. Ich zeig dir mal die möglichen Outfits in einer kleinen Modenschau. Zeig her. Entweder das hier. Gefällt mir. Oder das hier. That's a little bit too. Das ist zu verspielt. Aber das ist total sexy. Echt? Er hat ausgesucht, was ich sowieso anziehen wollte. Ich glaube, wir verstehen uns. Ich mache mich mal fertig. Die schöne Prinzessin. Ich mag Sean wirklich wahnsinnig gern und stelle mir vor, was alles Schönes passieren könnte, wenn er ja sagt. Über Nein denke ich lieber gar nicht erst nach. Hey. Fertig. Zeig her. Und? Das sieht toll aus. Echt super. Echt? Ja. Macht das Eindruck? Ja. Na bestimmt. Gehen wir? Ja, klar. Die Nerven liegen blank. Es ist soweit.
Jetzt bin ich echt aufgeregt. Das glaube ich. Was mir mein Gefühl sagt? Keine Ahnung. Oh nein, mir wird schlecht. Echt? Ich bin so aufgeregt. Kotz mir hier nicht rein. Ich muss jetzt los. Ich bring dich zur Tür. Ich war noch nie so dermaßen aufgeregt. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was ich je hinter mich bringen musste. Die letzten Tipps. Sei einfach, wie du bist und zieh keine Show ab. Kannst losgehen? Ich glaube ja. Hey, entspann dich. Das wird toll. Danke. Bis später. Und melde dich gleich danach. Klar. Gut. Sean. Warte. Ist was? Okay. Ich muss dir was sagen. Ja? Also? Das alles hier ist ein Fake. Da in dem Aquarium wartet niemand auf mich. Ich habe kein Date mit einem anderen Typen. Ich möchte das Date mit dir haben. Wir sind schon so lange so gut befreundet. Und ich empfinde immer mehr für dich. Willst du mein Date sein? Ja. Ja. Echt? Ja. Im Ernst? Auf jeden Fall. Wirklich? Ja. Oh mein Gott. Oh Gott. Wir haben ein Date. Echt? Wahnsinn! Wir halten Händchen, das ist ein Date. Ich war noch nie so glücklich. Das war alles für mich? Ich hab dich ganz schön überrascht, was? Du wendest meine Tipps also bei mir an. Alles klar. Ich hatte keine Ahnung, dass sie so fühlt und bin total überrascht. Ich habe ihr nie gesagt, was ich für sie empfinde, weil ich immer dachte, dass wir eher wie Geschwister sind. Ich glaub's ja wohl echt nicht. Wow. Da sind sie, die Haie. Wie unheimlich. Stell dir vor, du wärst da drin. Sieh dir den Kracher da an. Will der etwas Stress machen? Oh ja, ich versteck mich lieber. Soll er kommen? Du beschützt mich. Er will nicht. Träum ich eigentlich? Der ist wirklich da. Ich meine nicht den Hai. Ja? Also, ich will dich, seit wir uns jetzt so oft sehen. Aber du hast nie was gesagt, deshalb habe ich auch nichts gesagt. Und was denkst du? Also, ich empfinde genau das Gleiche für dich und ich finde, wir sollten zusammen sein. Du meinst, so als Paar? Ja. Echt? Ja. Ich bin total erleichtert. Das wird der Wahnsinn. Ich bin froh, dass es raus ist. Sieh dir den Hai mal an. Oh mein Gott. Wenn man mit dem Menschen zusammen ist, den man so sehr mag, und der ihn plötzlich küsst, ist es schwer zu glauben, dass das wirklich passiert. Ich kann es kaum glauben. Wirklich? Du bist genial. Einen Monat später. Wir sind jetzt seit 4 Wochen zusammen und ich bin unbeschreiblich glücklich. Na? Kriegst du noch Luft? Das läuft jetzt ganz anders zwischen uns. Wir kommunizieren viel besser. Lebst du noch? Jeder sollte das Risiko eingehen und zu seiner Liebe stehen. Denn man weiß nie, was draus wird. Das stimmt. Und wie? Me too.